Hey Leute, mal wieder herzlich willkommen bei Schwimmpaddel. Heute sind wir am Start mit der spannenden Einrichtung des Nano-Flussaquariums. Viel Spaß! Ja, an erster Stelle wünsche ich euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ist ja das erste Video jetzt 2024. Ich hoffe, ihr seid gut oder auch genauso gut wie ich in das neue Jahr gestartet. Und dementsprechend, um das Ganze vielleicht mal ein bisschen zu zelebrieren, haben wir heute endlich mal wieder eine Beckeneinrichtung am Starten. Vor allen Dingen eine richtig spannende Beckeneinrichtung. Ich gucke jetzt schon rüber zum Aquarium, weil ich mache für euch dann gleich noch so die Final-Shot-Aufnahmen jetzt so nach circa einer Woche nach dem Einrichten, nach dem Finalen. Ich gebe euch erstmal noch ein paar kurze Randinfos zu dem Setup. Ursprünglich haben es viele von euch mitbekommen, ich hatte es auch im Livestream besprochen, dass die Idee war, ein Flussaquarium in dieses kleine F-Aquarium reinzubringen. Gerade auch mit Gambarellus diminutis. Habe ich mich jetzt im Nachhinein dagegen entschieden. Die Beckenfläche ist zu gering, beziehungsweise auch das Füllvolumen, da hatte ich irgendwie falsch kalkuliert. Stehe ich auch ehrlich und offen dazu, aber bevor jetzt hier auf Krampf irgendwelche Tiere reingesetzt werden, schwenken wir hier um. Die Grundidee bleibt dieselbe. Es wird ein Nano-Flussaquarium oder Bachlauf-Aquarium. Ich bin mir noch nicht so 100% final mit dem Namen, aber Nano-Flussaquarium klingt irgendwie schon ein bisschen cooler als Bachlauf-Aquarium. Aber ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es bezeichnen würdet. Ausnahmsweise lasse ich euch gleich die Info da, was als Besatz reinkommt. Es wird kein Geheimnis drum gemacht. Es sollen Raccoon-Tiger-Garnelen rein. Eine der Wildformen, die mir eigentlich so die letzten 3-4 Jahre am ehesten im Gedächtnis geblieben ist. Und die Kleinen finde ich wirklich schon sehr faszinierend. Und gerade auch, als ich beim Garnelenhaus in Hamburg vor knapp einem Jahr oben war und so ein schönes Becken mit den Kleinen gesehen habe, die sind wirklich schon sehr faszinierend und top für dieses Setup geeignet. Die Einrichtung hat sich ein bisschen hingezogen insgesamt über, ich meine, 5 oder 6 Tage, da ich hier sehr, 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 sehr viel Hardscape verkleben musste. Und auch einige Sachen im Vorhinein mit dem 3D-Druck hergestellt habe. So eine, ja, wie eine Grundbasis, eine Trägerbasis, wenn man sagen will, für die Böschung hoch. Das seht ihr dann gleich alles. Step by Step, ich versuche dran zu denken, hier und da auch die Tage mit einzublenden, dass ihr ein bisschen Überblick habt. Es sind sehr viele Zusammenschnitte, weil, wie gesagt, es ist über, ja, ich meine, 6 Tage eingerichtet worden. Das habe ich so in der Form auch noch nicht betrieben. Und um euch vielleicht mal ein bisschen zu schocken, ich sage ja immer, es ist nicht so ganz meine Richtung, aber jetzt, wo das Becken final ist, wo es da steht, so auch so wie es sein soll, auch mit Naturdeko und was allem noch drin ist, ihr seht es gleich, würde ich sagen, ist das mein erstes Biotop-Aquarium. Das ist, oder es ist zumindest sehr nah dran an einem Biotop-Aquarium und das, ja, es macht mich glücklich, wenn ich da so rüber gucke. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten jetzt einmal mit der mehrtägigen Einrichtung. So, und da würde ich einmal sagen, wir starten in die Einrichtung des Beckens. Ich habe es jetzt nochmal grob gereinigt, das war ja ein gebrauchtes Aquarium gewesen, aber wirklich in einem Top-Zustand. Und die Rückwandfolie habe ich getauscht, die war vorher weiß. Bei den meisten Setups gefällt mir eigentlich schwarz besser, deswegen habe ich das dementsprechend jetzt nochmal getauscht. Und ansonsten sind auch die Sachen aus dem 3D-Drucker fertig geworden. Ich sage es gleich mit dazu, nicht über die in Anführungsstrichen nicht so saubere Optik wundern. Ich habe einfach mal über der normalen Geschwindigkeit gedruckt und die höchste Layerschicht, also die höchste Schichtung eingestellt, weil wir sehen hiervon nichts mehr. Das muss keinen Schönheitspreis gewinnen, das muss einfach nur funktionieren. Das Ganze würde dann so ungefähr hier hinten angesetzt werden. Hier auf der rechten Seite haben wir dann unseren Rucksackfilter sitzen. Dann habe ich noch so ein leicht schräges Modul gedruckt, dass wir wie so einen Stufenversatz so einen leichten reinkriegen. Ich denke, das würde ich so ungefähr hier anordnen. Dann noch so ein kleines Felsstück, das kommt hier an die rechte Seite, dass wir so ein bisschen wie so einen Einlaufschwung fürs Wasser hinkriegen und ganz wichtig, der Überlaufkasten. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze mit einem Sieb zu versehen. Also sprich, ich habe jetzt hier erstmal ein relativ grobmaschiges gedruckt. Kann sein, dass ich mit der Zeit noch ein feineres entwerfen werde. Das Schöne ist ja, den Deckel, den kann man komplett austauschen. Und hier hinten gehen wir praktisch dann mit unserem Schlauchanschluss dran. Das wird hier hinten eingeklebt. Unser Schlauch wird praktisch unter dieser Felskonstruktion durchgeführt. Geht hier hinten dann hoch an den Rucksackfilter. Und so erhoffe ich mir, dass wir wirklich so eine
gleichmäßige Strömung immer wieder von rechts kommt nach links unten hinkriegen, das Ganze wieder hochläuft, gefiltert wird. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, die ersten Steps sind jetzt praktisch, dass wir das Ganze hier einkleben. Eventuell werde ich es gleich schon mal mit ein paar Steinen ein bisschen stützen, da muss ich mal gucken. Aber das wird jetzt ein Prozess von, ich vermute mal 2 oder vielleicht sogar 3 Tagen, was ihr jetzt in einem recht kurzen Format zu sehen kriegt, wie wir das Ganze hier verkleben, weil das Ganze stützt aufeinander. Da muss ich auch immer ein bisschen wegen der Trocknungszeit vom Silikon her gucken. Und ja, wir legen los. So, hier mal ein kleines Kommentar zum Zwischenschritt. Wir sind jetzt mittlerweile bei Klebetag 4 angekommen. Und ich muss sagen, wenn man es sich wirklich so aufteilen kann, ist es eine echt schöne Sache. Und wie ihr seht, hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Ich habe hier hinten schon komplett einmal das hintere Rohr, in Anführungsstrichen, also den Schlauch langgelegt. Das Winkelstück vorne, was dann hochgeht an den Anhängefilter. Und habe mich auch dazu entschlossen, noch etwas Holz einzubringen. In dem Fall jetzt Mokinholz, / Driftwood. Und die werden wir auch noch hier mit drapieren, dass wir hier so 2 leichte Schrägen mit drin haben. Und noch ein paar kleinere Steine und dann geht es schon Tatsache dran, so Stellen wie hier zu kaschieren. Die werde ich auch mit Silikon abziehen, das Ganze so ein bisschen mit einem Gummihandschuh verreiben. Und da kommt dann von dem Bodengrund drauf, also es wird nicht alles flächig ein Steinhang, sonst sieht es zu eintönig aus. Das soll ja auch wirklich natürlich wirken, sprich wir haben die Steinaufschüttung und alles, was an Zwischenräumen ist, wird dann mit Bodengrund verfüllt. Ja, wir setzen jetzt noch die letzten paar finalen Steine, die Wurzel und dann können wir Tatsache morgen, bei euch wieder in ein paar Sekunden, dann an den Step gehen, den Bodengrund überall anzubringen und zu verteilen. Und ich heiße euch willkommen an Tag 5 und heute soll es endlich soweit sein, dass wir Wasser einfüllen, dass die Bepflanzung noch stattfindet, sprich, dass wir das Becken jetzt an den Start bringen. Kleines Update noch zwischendrin, beziehungsweise was ihr ja gerade schon gesehen habt, war einmal der Anschluss hinten. Ich habe keine gescheite Kameraposition hingekriegt, um es euch irgendwie adäquat zu zeigen. Also letztendlich ist es jetzt so gelaufen, der kleine Steckstutzen, wo unten der Ansaugkorb dran ist, den habe ich gerade in der Mitte durchgesägt, ein Stück davon in das Hartplastikrohr hier reingesteckt, dann circa so 3-3,5 cm langes Stück Schlauch dran und das unten auf die Winkeltülle gesteckt. Ich habe auch zusätzlich, weil das Ganze durch die Länge, das war sowas, das konnte man im Vorhinein nicht 100% einschätzen, wie ich da am Ende rauskomme, habe ich den Filter hier ein bisschen aufbocken müssen. Sprich hier unten drunter, guck mal, ob ich es euch zeigen kann.
So eine kleine Leiste, die habe ich mir mal schnell gedruckt. Wird letztendlich einfach nur auf die Scheibe gesteckt und erhöht das Ganze um 5 mm, weil er ansonsten schief gestanden hätte. Und so sitzt er komplett sauber, so wie er sitzen soll. Filter ist auch schon komplett fertig bestückt. Das habe ich jetzt gerade einmal alles hier gelassen. Wir haben einmal in der Vorfilterkammer oben, ich hebe es jetzt nicht so weit raus, sonst tröpfelt zu viel. Ihr habt hier innen drin, na komm, auf gut Deutsch, drauf, der Boden ist eh schon nass. Hier habe ich einmal SeaChem Matrix oben drauf. Das ist praktisch diese Überlaufzone von diesem Bypass-System, sprich hier auf dieses Verteilervlies läuft nochmal in der Seitenkammer Wasser drüber. Das tröpfelt dann hier wie so ein Regeneffekt durch das Sieb durch und wird dann hier praktisch nochmal in dem Fall voll biologisch schön gefiltert. Beim Fluoraquarium war ich eigentlich ganz zufrieden mit dem SeaChem Matrix. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es Allwunderheilmittel ist, wo es stellenweise für verkauft wird. Es ist auch relativ teuer, aber da ich in der Form noch ein bisschen was in meinem Behältnis hier übrig hatte, habe ich gedacht, naja, komm, bevor du jetzt mit irgendwas anderem wieder anfängst und irgendwo eine Packung anbrichst, nimmst du einfach das. Ja, und die Hauptfilterung, klar, findet einmal über den großen Schwamm und das Vlies hinten statt. Ansonsten habe ich hier jetzt bestückt, da habe ich gerade von JBL so ein Filterbag mit Verschluss, kennen bestimmt viele genommen. Und das ist wiederum gefüllt mit Shiracoras Breeder Soil. Ich will ja den pH-Wert durchaus ein bisschen drücken. Ich denke gerade auch anfangs durch die Mokkienwurzeln, die wir da drin haben. Ich habe nochmal geguckt, es waren Mokkienwurzeln. Und die Thematik mit dem, was ich an Laub und vielleicht noch Naturdeko mit reinpacke, wird der pH-Wert eh recht stark sinken. Aber gerade auch Langzeitstabilität möchte ich das damit halten. Und wenn ich irgendwann merke, okay, der pH schießt mir über, was weiß ich, 6,7, 6,8, einmal soll tauschen und dann ist wieder für ein Jahr Ruhe. So zumindest der Plan. Das wäre dann einmal die komplette Bestückung für den Filter hier. Sehr schön aufgebaut, also muss ich sagen, auch nicht irgendwie irgendwas hakelig. Es ist gut durchdacht. Man kann hier auch an dem Try schön alles rausnehmen, ohne dass man sich gleich die Flossen nass macht. Also das Konzept geht schon auf. Ich meine, das wäre auch mittlerweile die vierte oder fünfte Version, die ich jetzt, oder Revision, wenn man so sagen will, die ich auf dem Markt mitbekommen habe von Woval. Also der ist schon wirklich gut durchdacht. Wie das natürlich mit diesem Bypass-System auf Dauer funktioniert, muss man dann noch sehen. Aber so im Großen und Ganzen bin ich wirklich schon echt zufrieden mit der Schüssel. Und was wir auch noch haben, das hatte ich euch gar nicht gezeigt. Moment, zack. Ihr habt hier hinten, und Kamera, zack, habt hier einen kleinen Schwimmer drin. Sprich, wenn der Verschmutzungsgrad zu hoch ist und das Ganze hier über die Seitenkammer sich anstaut, geht hier oben dieser kleine Pinöpsel raus. Auch wieder als Indikator, okay, gut, jetzt ist mein Filter definitiv mehr als zu. Jetzt muss ich mal sauber machen. So, das Ganze machen wir zu. Auch bitte nicht wundern über das Licht. Das ist die Flexi Mini von dem 60, ach 60 genau, 16 Liter Aquascape, das ich eingerichtet hatte früher mal. Die ist zu klein, die ist nicht breit genug. Lumentechnisch wird es wahrscheinlich sogar reichen für das, was am Moos da reinkommt. Aber der Punkt ist einfach der, ihr seht schon, die hat eine relativ schlechte Ausleuchtung. Hier soll ein bisschen aufwendigere Lampe oben drüber. Da ich jetzt ganz salopp gesagt sehr viel Druck hatte, von mir aus selbst, weil ich das Becken endlich befüllen will, ich habe so Bock da drauf, habe ich mir gesagt, ich packe jetzt erstmal provisorisch die andere Lampe da drauf, weil das, was dann als Lampensetup final drüber kommt, das ist wahrscheinlich wieder mehr als ein halber Tag Arbeit, was die Einrichtung und das Ganze angeht. Vor allen Dingen muss ich wahrscheinlich noch Adapter dafür drucken, weil die Lampe, die dafür gedacht ist, ist um gerade mal so 2 cm zu breit in der Halterung. Also da muss ich mir noch was ausdenken. Aber ich wollte halt die Lampe explizit da drüber haben. Deswegen, das ist jetzt erstmal ein Notbehelf. Da müssen wir mal, keine Ahnung, vielleicht eine Woche mit Vorlieb nehmen, bis ich dann dazu komme, die finale Lampe drüber zu setzen. Moostechnisch, ich greife gerade mal kurz hier rüber, habe ich mich mal an was Neues gewagt. Ihr könnt es hier oben schon sehen. Moment. Leptodictium riparium oder wie es vielleicht mehr Leute kennen, Ufermoos. Und Ufermoos lässt schon vermuten, Tatsache, es wächst in den Uferzonen, wer hätte es gedacht, und wächst somit auch im Wasserbereich, also Submers, als auch Emers. Man muss natürlich mal gucken, wie sich das Moos jetzt hält. Ich werde anfangs schon regelmäßig mal hier ein bisschen besprühen.
aber es mit der Zeit auch ehrlich gesagt mal einfach 2, 3 Tage schlauchen lassen, mal gucken, wie sich das Moos im Groben und Ganzen verhält. Das Becken bleibt offen, auch da die Thematik, da haben wir keine höhere Luftfeuchte, das kriege ich mit der Scheibe hier einfach nicht geregelt, dafür steht zu viel aus dem Becken raus, also das bleibt offen. Und da gucken wir uns mal an, wie sich das verhält. Was sein kann, was ich noch mit reinpacke, weil ich immer noch Reste habe, ist von dem Krabby Moos. Ist immer wieder faszinierend in Vitros. Das sieht jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Das steht aber jetzt schon, ich glaube, 4, 4,5 Wochen einfach nur ein bisschen im Licht und hält sich immer noch gut. Davon vielleicht auch noch ein bisschen. Jetzt bin ich nur noch nicht so ganz einig, um euch vielleicht bei dem Ideengang wieder mitzunehmen. Ob ich das Moos jetzt trapiere im trockenen Zustand oder im befüllten Zustand. Weil gerade bei den Wurzeln war der Gedanke, das Moos ein bisschen weiter oben zu trapieren, dass es logischerweise auch rauswächst. Nur jetzt im Vorhinein ist es schwierig, die Wasserlinie einzuschätzen. Andererseits hätte ich auch gern hier und da zwischen den Felsen einfach nur Moos ein bisschen dazwischen gesteckt. Ich möchte hier eigentlich relativ wenig mit Kleber und Co. schaffen. Und da ist jetzt wirklich die Überlegung, wie ich es mache. Ich glaube, mein erster Step ist jetzt erstmal, dass ich einmal den Schacht hier drüben aussaug, weil da ist ein bisschen was an Kiesel- und Basaltmaterial reingefallen. Aber ich muss auch sagen, ihr kriegt ja dann noch einen Final Shot, wenn das Becken befüllt ist. Aber gerade auch das mit dem Plateau und alles, das hat wirklich super gut mit diesen 3D-Druckelementen funktioniert. Deutlich besser, als ich gedacht hatte. Also zwischendrin so beim Einrichten habe ich noch so gedacht, um Gottes Willen, das wird ein voller Flop. Aber so jetzt, gerade mit dem Verlauf hier drin, es sieht schon echt sehr gut aus. Ja, ich saug einmal das Ding hier drüben aus und in der Zwischenzeit überlege ich mir mal, wie ich das mit dem Moos mache. Ja, das wäre es erstmal bezüglich Moos gewesen. Also ich habe es jetzt doch lieber mal im trockenen Zustand gemacht. Ich glaube, gerade wenn hier das Wasser drin gewesen wäre zwischen den Steinen, da hätte ich mich nur unnötig gequält. Aber ich denke, hier haben wir alles mit abgegriffen, was so Wasserstandshöhen angeht. Man wird dann eh sehen, wie es wächst. Bei beiden Moosen kann man sagen, reicht sogar halbschattig. Ich weiß nicht, ob das hier, wie gesagt, zu wenig ist, aber in der Woche sollte sich das Problem dann mit der anderen Lampe geklärt haben. Und ansonsten, ja, Grundkonzept aufgegangen, würde ich sagen. Ja, und was mir auch wichtig war, wir haben ja hier diesen Hauptströmungsbereich, dass da nicht zu viel bepflanzt oder bemoost ist. Sprich, wir haben hier zwischen den Steinen hier und da mal noch was mit drin. Ob das gut anwächst oder nicht, werden wir dann sehen. Aber diese Flucht hier einmal, sprich im Hauptströmungsbereich, ähnlich wie auch in der Natur, sollte nicht zu viel bewachsen sein. Und dann, wo es zur Uferzone hier hin auf beiden Seiten hin hoch geht, da schon ein bisschen mehr. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich die beiden Moose verhalten. Beziehungsweise das Krabby Moos kenne ich ja jetzt schon aus dem Moosaquarium. Funktioniert super, wächst relativ flach kriechend. Das gefällt mir wirklich gut. Das Ufermoos hatte ich ehrlich gesagt noch nicht. Habe mir mal ein paar Bilder angeguckt. Bin gespannt, wie es hier dann wächst. Und ja, jetzt kommt der freudige Zeitpunkt. Wir können das Becken nach und nach befüllen. Ich werde das Wasser mal versuchen, hier vorsichtig in den Schacht einzugießen, dass wir hier nicht zu viel auffüllen. Alle Materialien, falls ich es nicht erwähnt haben sollte, waren vorher mehrfach gewaschen. Die Steine, der Bodengrund, die Wurzel, alles. Ich gehe trotzdem davon aus, dass wir eine recht starke Trübung haben werden, aber da kann der Filter dann auch mal mit seinem Fließ die Power zeigen, die er laut Verpackung hat. Und ja, die Thematiken mit noch so ein bisschen Naturdeko und Laub, ich denke, das werde ich erstmal einweichen, weil wenn ich jetzt hier versuche, Laub irgendwie unter den Steinen festzuklemmen, dann wird es mir nur unnötig aufgewühlt. Dementsprechend tue ich mal von dem, was an Naturdeko da noch reinkommt, ein bisschen was einweichen. Das seht ihr dann auch in ein paar Sekunden noch. Und ja, wir befüllen mal. So, der Filter läuft. Hat sich auch soweit fast gar nichts unten bewegt. Und hier wollte ich euch einmal kurz
dieses Bypass-Prinzip zeigen. Wir haben einmal den klassischen Rücklauf, also wo es praktisch unten dann durch den Filterschwamm und den Soll hier geführt wird, aber auch gleichzeitig den Bypass, der nochmal oben auf den Überlauf geht. Und gerade auch interessanterweise, wenn ich die Gesamtleistung runterdrehe, wird er stärker. Und wenn ich jetzt wie jetzt hochdrehe, wird es weniger. Dann sehen wir hier hinten auch einen leichten Rückstau. Schon wieder höher drehe, wird es wieder stärker. Ich bin mal gespannt jetzt so aufs Thema Langzeit, wie der sich schlägt. Und ja, ihr bekommt jetzt noch ein paar schöne Aufnahmen des Aquariums zu sehen. Und was meint ihr? Ein Bachlauf zum Verwechseln ähnlich. Und ich denke auch, dass wir hier wirklich sehr nah dran sind an den originalen Gegebenheiten, wie es im Habitat der Raccoon-Tiger-Garnelen aussieht. Das Becken läuft jetzt, ja, sage und schreibe 8 Tage, also knapp eine Woche können wir sagen, und entwickeln sich bisher prächtig. Was mich ein bisschen überrascht, wir haben bisher fast keinen Bakterienfilm auf den Wurzeln. Es ist ja wirklich sehr naturdekolastisch, auch mit dem Laub, den Erlenzapfen und allem drin, aber da passiert bisher nicht wirklich viel. Man sieht einen leichten Algenbelag auf dem Ufermoos, hingegen auf dem Krabby-Moos, was ich so zwischendrin noch mit reingesteckt habe, überhaupt nichts bisher. Und ja, ich werde das Ganze jetzt mal noch so 1,5 bis 2 Wochen beobachten und dann wird wahrscheinlich die Startertruppe Raccoon-Tiger-Garnelen einziehen können. Ich versuche, Nachzuchten zu kriegen. Da habe ich es dann auch letztendlich, muss man so sagen, wie es ist, ein bisschen einfacher. Die sind meistens auch ein bisschen stabiler von den Wasserwerten her, gerade auch die Annahme von Futter. Und da müssen wir mal gucken, wie die sich da drin entwickeln. Aber ich denke und hoffe doch wirklich sehr, sehr prächtig. Ob vielleicht noch was an Schnecken reinkommt, muss ich mal gucken. Ich habe so 1, 2 Geschichten, die mir noch im Kopf rumschweben. Da muss ich aber mich noch mal ein bisschen mit befassen, was die Wasserwerte angeht. Das wüsste ich jetzt nicht so aus dem Stegreif. Aber ihr werdet es wie immer hier auf diesem Kanal erfahren. Ja. Das wäre es an dieser Stelle gewesen fürs heutige Einrichtungsvideo. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Becken bezeichnen würdet. Ob ihr sagt, ah, Nano-Flussaquarium klingt besser oder nee, mach lieber Bachlauf-Aquarium oder Nano-Bachlauf-Aquarium oder was ganz anderes Ufer-Aquarium. Schreibt es gerne mal unten rein und natürlich auch, wie ihr das Becken findet und ob ihr vielleicht auch schon mal in der Form was eingerichtet habt. Lasst es mich gerne wissen. Ansonsten hoffe ich doch sehr, dass euch das Video in der Form gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst das Abo nicht. Aktiviert die Glocke, Leute. Euer Nils von Schwimmpaddel. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Bis dann.